Ja, dann wollen sie natürlich wissen, was sind deine Stärken, deine Schwächen. Ich mag sowas eigentlich nicht, weil... Aber wenn sowas... Ja, okay, aber wenn sowas schon persönlicher wird, ich finde... Was sagen sie, Interesse an dich? Ja, natürlich, es wurde schon gefragt, ob ich so und wie alt und was weiß ich. Aber das Schlimmste ist halt echt die Parksituation. Ich war ja schon ewig nicht mehr in Leipzig, ich kenne mich ja auch nicht mehr so aus. Und selbst wenn, war ich ja damals... immer nur mit dem Zug gefahren. Ey. Und jetzt sehe ich... Ja, mein Maut ist schon ja, das ist eine komplett andere Perspektive jetzt. Auch Medikit. Alter. Aber wegen Umzug, willst du einen Umzug? Nee, bist verrückt. Wir haben das Haus hier und so. Ja, deswegen habe ich mich gerade so... Nee, die haben gefragt wegen Umzug, wie es war und warum. Ach so, und so. Ob du... Ja, da habe ich ein bisschen so erzählt. Mhm. Hast du Medikit irgendwo gesehen? Nee. Und, hast du mal Hand hier drüben. Was? Ach, Tarkov, meine ich. Oh, ich habe eins. Ja, ich habe noch ein paar Mal. Da hinten auf geschossen, Schweineform. Gehen wir schon zu Schweine ran. Mhm. Ja, aber alleine am Anfang ein bisschen schwer, glaube ich. Aber ich habe ja mit Matze auch ein paar Mal zusammen, ein paar Runden. Ja. Weil 2 Stunden ist eigentlich auch schon ein gutes Zeichen, dass du da so viel Ja, hast. Zum Schluss haben sie halt noch einen Test gemacht. Den Test hätte ich am liebsten am Anfang gemacht, wo ich noch konzentriert war und noch nicht so viel gequatscht habe. Wie lange ging der Test? War auch nicht so lange. Viertelstunde, 20 Minuten. Musstest du das schreiben oder haben sie dich nur was gefragt? Die hatten so fertiges Programmierschnipselchen da, wo ich halt sagen musste, was es macht und Fehler finden und sowas. Ja, das war schon geguckt, ist auch immer scheiße. Mhm. Achso, für das Parken habe ich 8,70 Euro bezahlt für die 2 Stunden. Das wollte ich vorher noch sagen. Ich dachte ja, so 6 Euro wird es schon sein, aber... So krass. Boah, ich habe schon gedacht, das Parken in Frankfurt in manchen Parkhäusern ist teuer, aber so teuer. Vor allem der vielleicht zukünftige Arbeitskollege meinte ja, die wollen das, überlegen es ja nochmal zu verdoppeln. Dass du es halt, zahlst halt dann 16, 17 Euro für 2 Stunden. Also 17,40 Euro dann wären das ja gewesen. Das ist ja. Aber konntest du nicht für ein paar Plätze da dich da einstellen? Ja, nee, die haben da keine. Die haben welche 10 Minuten, glaube ich, entfernt. Da ist auch so eine Parkgarage, so eine Tiefgarage, aber die mieten die. Und die Kosten dafür ziehen wir halt vom Gehalt ab. Gehalt, ja. Sind wir mal 75 Euro im Monat. Ui. Mhm. Da vorne sind welche. Videokonferenz. Hat einen Hit. Gibt doch dieses neue Programm, Zoom oder wie das heißt. Ja, Zoom. Ja, aber da kann man nicht schreiben. Ja, da kannst du nur Video. Den Knochendoktor habe ich schon angehetet, aber der andere hat mir gerade... Oh, Alter! Das war ordentlich. Der Knochendoktor hat einen Hit. Beide wieder hinterm Haus. Knochendoktor muss ich wieder rein. Aber jetzt kommen von, also vorne die beiden Typen, hinter uns und von rechts auch noch, oder? Von rechts hast du auch einen Hint abgekriegt, oder nicht? Na, von dort hier Richtung Gefängnis. Ja. Gut. Oh, Alter. Halleluja, Alter. Oh. Leck mich am Arsch. Ja. Hey, die beiden habe ich bei dem Häuschen da hinten nicht mehr gesehen. Hm. Wo hast du gerade rausgekommen? Ich bin da hinten auf dem Dach gewesen. So. Und der Schuss kam auch, glaube ich, von da. Die sind jetzt einfach zu in die Wand rübergegangen. Hm. Meinst du? Da ist der Boss, da müsste man eigentlich hin. Na, weil die auf einmal weg sind.
Die sind bei Windy ran, alle. Wollen wir hinterher? Ja, ich glaube, hier ist echt keiner mehr. Die sind alle einfach weg. Die Munition ist schon komplett geklaut. Oh. Da vorne drin ist einer. Alter, der hat mich gehittet. Der hat aber irgendeine Kleinkaliber-Pistole. Oh! Matze hier links beim Hügel. Oh fuck, der wirft was. Mal werfen ist eine gute Idee. Oh, Alter! Junge, beherrscht euch doch mal! Wieso treffen die Idioten noch so gut? Willst du was davon hören? Wolltest du was dazu hören? Von dir nicht, nee. Aber jetzt habe ich ihm auch eine übergezogen. Ist der immer noch hinter dem Erdhügel? Ja, glaube ja, hier vorne hinter dem. Okay. Der war gerade auf der linken Seite davon. Aber pass auf, den Typen da hinten. Hast du einen Dynamit zu dem rübergeworfen? Splitterbomber. Ja, das ist gut. Den hat's zerrissen. Der ist immer noch da vorne drin. Hat einen Hit. Ich muss kurz heilen. Nicht, dass er mir einen Rest gibt. Der muss sich auch gerade heilen. Wo ist der? Da oben? Da unten? Unten in dem Schlitz. Der ist gerade rausgerannt. Ach, rüber, ja. Ja, ich habe mal die Haifang geschossen, auf die Trigger zu nehmen. Wo hat denn der jetzt hergeschossen? Von hier links. Blöder Hive, kommt doch jetzt nicht zu uns hier. Ich glaube, ich habe gerade auch einen Schuss irgendwo von der Seite gehört. Ich renne mal, versuche mal rüber zu rennen. Ja. Da vorne, links an der Wand. Da hat er sich gerade geduckt. Links vom Zaun. Da. Mhm. Der rennt immer weiter am Zaun hin. Okay, aber doch darüber. Der hat gerade was geworfen. Leise. Was schießt da? Der Sparks oder was? Ich hab grad mit der Sparks geschossen. So. Na gut, ja. Ist er wieder zurückgekommen? Der ist immer noch am Zaun. Oh, hier rechts ist einer. Irgendwo bei dem Erdhügel habe ich gerade jemanden schlagen hören. Ja? Mhm. Ja. Hat einen Hit. Der ist hinter dem Erdhügel. Ah, kurz gesehen. Ja, ich hab ihn auch kurz gesehen. Der ist wieder weiter nach da drüben gegangen. Hast du ihn gehittet? Nee. Ist tot. Sehr schön. Ja, den habe ich schon. Läufst du da? Ja. Ja. Oh, der hat eine Mosin. Aber nur noch 3 Schuss. Naja, dann ist er. Willst du ihn nehmen oder? Nee. Wo ist der andere Typ? Der liegt hier hinter der Mosin. Ach so, war das der am Zaun zurückgerannt ist? Ja, genau. Ach, da haben wir die zwei jetzt hier. Ja. Was für ein Schlawiner. Das ist rot. Hier sind irgendwo welche. Okay. Scheiße, ich bräuchte mal Munition. Ja, ich auch. Ich habe nur noch 7 Schuss. So weit können die nicht sein. Also entweder chillen sie da in dem weißen Gebäude oder hinter dem Bossraum ist dort dieses Metallgitter. Was wollen wir dann machen? Wollen wir die suchen? Ja. Wo lang? Wollen wir vielleicht hinterm Bossraum, ja, und. Würde ich auch vorstellen. Bei dem Bossraum können die nicht sein. Die an der Hütte sind? Habe ich mich auch schon gerade gewundert. Oh, die sind da links hinter dem Erdhügel. Mann, treff ich mal. Der hat eine Bild, oder? Einer ist jetzt hinter dem Erdhügel. Mhm. Sein Partner ist aber weiter links von mir.
Ja, sein Partner ist da hinten hinter den Bäumen. Munition, also Munition. Scheiße. Sein Partner ist jetzt hinter dem Erdhügel. Mann, ist das ja manchmal so beschissen. Zum Hocken ist es zu niedrig. Zum Stehen ist es zu hoch. Ha, der ist tot. Sein Partner ist auch hier in der Nähe. Hat einen Hit. Oh, warte. Der rennt wieder zurück. Ist tot. Oh. Ja, der. Scheiße. Gepusht, der wollte gerade sein Dynamit werfen. Ja. Ob es jetzt immer noch rot ist. Ja. Mann. Also, der Typ, also der, die wir vorhin mal getroffen haben, die müssen noch irgendwo hier sein. Sind die bestimmt in dem Haus? Ja. Da Schrotflinten haben. Das ist nochmal eine Munitionskiste. Streamt einer von euch? Nee. Ich mache ein Video. Und was du, Micha, du streamst du? Nee. Warum willst du jetzt nackt? Nee, live zugucken. Ach so. Ich dachte, du wolltest jetzt nackt durch die Bude springen. Nur weil ihr da live am Reden, ach, da am Reden seid, da wollte ich gucken, was ihr da so Schönes macht. Aha. Ich laber und kann nichts sehen. Es ist noch weiß, Alter. Dann haben die sich irgendwo entfernt, weil vorher war es die ganze Zeit rot. Okay. Du hast doch auch mal geguckt, oder nicht? Vorhin in dem Stall, wo wir hinten waren. Ich muss die noch finden und umlegen. Ja. Sonst war das nichts. Du hast schon... Wie viel? 3 Kills? Oder 2? 3. Nicht einen erst. So geht das nicht. Hier ist noch lange Munition. War hinten die Tür auf? Habe ich auch nicht gesehen. Ja. Aber hier waren schon welche drin. Ey, die Tür ist im Arsch, Alter. Ja. Das ist kacke. Oh, Spezialmunition und eine Axt. Ey, das ist die... Oh, das ist wieder rot, Matze. Okay. Ey, meinst du, dass die Haftbombe bei dem Assassinen nicht funktioniert ist? Die haben das rausgenommen. Wie rausgenommen? Also, das wird nicht mehr funktionieren. Ach so? Haben wir den Fall gemacht? Ja. Ich glaube, die kommen von da hinten, oder? Ja. Mit der Begründung, dass, weil der sich ja auflösen kann. Und da, dass die dadurch dann abfällt. Aber was man machen kann, bevor er sich... Einer wirft die dran, bevor er sich auflöst, schießt der andere die Bombe kaputt. Ich hab einen. Okay, schön. Wenn du die Bombe abschießt, dann fliegt sie ja direkt in die Luft. So, ich hab 2. Sehr schön. Okay. Wunderbärchen. Puh. Jetzt können wir den Typen platt machen. Ja. Weiß. So, ich habe noch deine Axt hier gesehen. So, jetzt habe ich meine 2 Kills auch noch gemacht. Ja. Geil, so will ich das sehen. Oh, meine Augen sind extrem müde. Was das hier schon wieder ist für ein neues Ding, was wir da implementiert haben. Wo? Was? Naja, wenn du jetzt rauskommst, siehst du deinen Jäger. Da steht einfach so auf so bläulichem Hintergrund. Aber so wie er jetzt da steht. So, okay.